SharePoint-Podcast, Ausgabe 443 vom 9.06.2023. SharePoint-Podcast. Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender. Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk. Am Mikrofon Michael Greth. Ja, hallihallo und herzlich willkommen zur 443. Ausgabe des SharePoint-Podcasts. Heute endlich mal wieder mit einem Interviewgast. Dazu gleich mehr. Kurz nur als Anmerkung, dieser Podcast, diese Ausgabe, dieses Gespräch wurde aufgezeichnet für mein Videoformat Mic on AI, denn es geht um das Thema Künstliche Intelligenz. Und deshalb ist das Intro jetzt ein bisschen anders, aber ich lasse es mal so drin, weil es in den Kontext dieses Gesprächs passt und sage auch gar nichts weiter dazu, sondern sage einfach Mats ab für Mic on AI mit einem netten, interessanten, super spannenden Gespräch über das Thema Künstliche Intelligenz. Ja, Leon, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses netten kleinen Podcasts rund um das Thema Künstliche Intelligenz. Und ich freue mich mal, nach längerer Zeit wieder einen Gesprächspartner im Podcast zu haben, mit dem ich mich über das Thema künstliche Intelligenz unterhalten kann. Er ist, den kenne ich schon sehr, sehr lange. Er ist Mitbegründer von Experts Insights. Er ist ein erfolgreicher Berater rund um Microsoft 365-Technologien in mittelständischen Großunternehmen tätig. Ein aktiver Speaker auf Konferenzen und Veranstaltungen. Auch daneben her noch aktiv in der Community tätig, Microsoft MVP, Microsoft RD und nebenher auch noch im Hobby Buchautor. Und zwar nicht nur fachbüchermäßig, sondern wer schon mal was von Johannes Beck gehört hat, der weiß, er schreibt auch spannende Kriminalromane. Insofern begrüße ich mal heute ganz wunderbar den Niki Borrell. Hallo Niki, habe ich das ungefähr so getroffen, beziehungsweise hat meine Redaktion das ungefähr so getroffen, dich so zu charakterisieren? Hallo Michael, ja, eine lange Liste. Also tatsächlich, ich war gerade selbst so ein bisschen am Staunen, was kommt denn noch alles? Ja, ich mache diverse Themen, also du hast nichts vergessen. Vielen Dank, ja. Ja, ich will auch mal sagen, da wir heute über KI reden, da habe ich mich natürlich ausführlich informiert darüber. Ich meine, wir kennen uns seit über 20 Jahren. Ja. Habe trotzdem gesagt, Redaktion, mach das mal bitte. Und mein Redakteur namens ChatGPT hat dann kräftig reingehauen. Und es hat mich ungefähr eine halbe Stunde gebraucht, um mal rauszubekommen, was ich so quasi als Antwort da geschrieben bekomme. Ich fand es gar nicht so schlecht, hat einen großen Vorteil, dass ich dich kenne, dass ich weiß, wo ich spreche. Was zum Beispiel nicht aufgetaucht ist, dass wir beide ja im SharePoint-Podcast über viele, kann ich sagen, mehrere Jahre hinweg immer das Thema GDPR und DSGVO gesprochen haben, weil du ja da dich sehr stark auch in diesem Thema engagiert hast, auch mit der Kooperation mit dem Rechtsanwalt, die du damals hattest. Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück, wenn wir über das Thema KI reden. Das kam zum Beispiel nicht. Und zum anderen kam auch nicht rüber, dass das mit den Buchautoren, das musste ich ihm dann doch tatsächlich nochmal mitgeben. War schon interessant zu sehen. Also hier ist nochmal mein Bild mit der Frage. Und dass ich da jetzt nicht nur reingeschrieben habe, sag mir was über Niki. Das war, möchtest du mal den Prompt hören, den ich da abgeschickt habe? Gerne. Um dir mal zu sagen, was da so als Grundlage rauskam? Ich habe gesagt, liebes ChatGPT, du bist ein exzellenter Redakteur für einen Podcast, der die Inhalte und Fragen an den Gast vorbereitet. Ich habe Niki Borrell von Experts Insight bei mir im Podcast als Gast und möchte mit ihm über das Thema Künstliche Intelligenz, seine Erfahrungen und aktuelle Projekte dazu sprechen. Ich möchte ihn meinen Hörern vorstellen. Bitte erstelle mir einen einleitenden Text im freundlichen und humorvollen Stil, der bei meinen Hörern das Interesse für das Gespräch mit Niki weckt und seine Tätigkeiten, Aktivitäten und Hobbys beschreibt. Informationen zu Niki findest du auf folgenden Seiten: dein Blog, Facebook, LinkedIn und bücher.de. Hat mich ungefähr eine Viertelstunde gebraucht, dieses Prompt zu erstellen, immer im Dialog, um rauszubekommen, um zu sagen, okay, das ist ja viel zu simpel oder das ist zu blöd und das ist anders formuliert. Und ich habe mir dann einfach die Informationen daraus genommen. Ist eigentlich eine schöne Sache, wo ich gerade künstliche Intelligenz nutze. Meine Frage, wozu nutzt du denn die künstliche Intelligenz und ChatGPT und solche Tools zurzeit?
Ja, von bis, ne? Also das Thema Prompt Engineering oder Prompt Grounding, also den Prompt dann wirklich so präzise zu formulieren, dass das, was da als Antwort kommt, dann auch genau das ist, was man gerne hätte. Das ist also natürlich Stand heute nach wie vor so ein bisschen Try-and-Error-Spiel, beziehungsweise siehst du halt, dass da jetzt dann auch schon die ersten Seminare dazu anbieten, also den einen Prompt und du wirst nie wieder einen anderen brauchen. Naja, gut, Marketing funktioniert halt nun mal mit solchen Versprechen. Aber das ist sicherlich eine der großen Herausforderungen, die wir da haben. Gerade wenn du jetzt auch fragst, was tue ich damit? Natürlich genau auch hier Try and Error damit rumspielen. Also ich habe zum Beispiel auch einfach ein Interview mal mit mir selbst geführt, ne, mit ChatGPT, in dem ich ihm im Prompt gesagt habe, agiere bitte als Nicky Borel. Und ja, jetzt auch, wie du sagst, die Erfahrung ist, das ist so die 70, 80% Version, ne? Also da ist schon viel Wahres mit dabei. Der ist auch viel dabei, wo ich echt überrascht war, dass das als Antwort mitkam. Und auf der anderen Seite jetzt zu sagen, ey, Copy-Paste und ich nehme das so, wie es ist, da rate ich dringend davon ab. Also es bleibt die Aufgabe, das, was die KI hier generiert, zu evaluieren im Sinne von, ist es wirklich richtig, und ist es auch wirklich, komplett das, was es dazu zu sagen gibt. Tatsächlich Also ist, also, ich habe jetzt auch in der Einleitung, ich habe jetzt nicht den originalen Text vorgelesen, ja. weil der tatsächlich kam, es wäre jetzt nicht so, wie ich sprechen würde. Also ich hätte jetzt wahrscheinlich noch den Text nachbearbeiten müssen, aber ich habe mir zumindest die Stichpunkte rausgenommen, hätte ich auch so erzählen können, aber es war für mich mal interessant zu sehen, wie weit bekomme ich da. Zum Beispiel hat er mir auch definitiv gesagt, dass er Informationen aus Facebook nicht in diese Recherche mit einbinden kann, aus welchen Gründen auch immer. Entweder will er es nicht oder kann er es nicht, obwohl ich ja in ChatGPT mittlerweile auch diese externen Plugins habe, die ich dafür nutze, die gut funktionieren. Ist schon, insofern ist es einfach etwas, wo man wirklich nicht Cut und Paste machen kann, soll, dürfte. Da stimme ich dir völlig überein, sondern es ist ein guter Assistent, mit dem man gerade so Strukturierung und auch viele Dinge nochmal findet. Zum Beispiel, dass da der Name des Akteurs seines Romans mit drin stand, fand ich auch gut. Ich hatte den gar nicht mehr im Kopf. Insofern war das einfach jetzt nochmal ein guter Hinweis. Ach, guck mal, es steht da auch mit drin. Ja. Mal eine ganz andere Frage, um mal reinzusteigen. Wie bist du denn überhaupt auf dieses Thema gestoßen worden? Wann hat bei dir denn sozusagen die Reise in dieses Thema Generative AI, ChatGPT begonnen? Hast du da auch so ein Erweckungserlebnis, wie ja alle sagen, ich weiß nicht, wer hat das gesagt? Das ist der iPhone-Moment. Es ist, weiß ich, wie es der Moment meines ersten Blicks auf eine Windows-Oberfläche, wie Bill Gates gesagt hat, oder ähnliches. Also tatsächlich an der Stelle das MVP-Programm, du hast es ja angesprochen, da sind wir ja beide mit drin, ne? Und da hat man dann mit einer Microsoft immer mal wieder, also einmal im Monat einen Austausch zu Themen, die dann in aller Regel noch NDA sind, ne? Und aber da habe ich zum ersten Mal von dem gehört, was eine Microsoft da jetzt so vorhat. Klar, das Thema OpenAI, also was da dieses eigentliche Startup, was es ja dann war in den USA, was die da so planen, das hat man vorher so ein bisschen in den Fachmedien, Twitter etc. mitgekriegt. Und ich muss wirklich gestehen, ich habe da zu dem Zeitpunkt, als das losging, 2017, 2018, da keinen großen Fokus drauf gelegt. Nicht, weil es mich nicht interessiert, aber ja, der Tag hat halt nur 24 Stunden, ne? Und nachdem natürlich Microsoft da dann mit einem sehr großen Investment auch eingestiegen ist, also diese Kooperation dann manifestiert hat, habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen. Und jetzt dann Anfang des Jahres halt ein Kunde von uns, wo das dann die Frage kam, lieber Herr Borel, kennen Sie sich da aus? Können Sie uns da unterstützen? Und so jetzt dann eben also auch Teil dieser Closed Review geworden bin, zusammen mit diesem Kunden, wo wir uns da wirklich auch Business-Szenarien dann jetzt eben anschauen und erarbeiten, ja. Das ist ja auch, ja, bei mir hat es tatsächlich auch zwischen Weihnachten und Neujahr angefangen. Man ist ja, wenn man schon so lange dabei ist, ist man ja für jeden Hype-Zyklus empfänglich und schätzt das auch immer gleich ein, was kommt denn jetzt schon wieder? Wo muss ich jetzt schon wieder beschäftigen? Aber das war tatsächlich auch völlig anders, nachdem ich mich dann zwischen Weihnachten und Neujahr einen Tag hingesetzt habe und mir dann wirklich mal angeguckt habe, was damit geht. War das tatsächlich so ein Moment, wo ich gesagt habe, boah, das hast du in deiner ganzen Laufzeit im IT-Bereich so noch nicht erlebt? Diese Kombination von das, was als Inhalt zurückkommt und auf der anderen Seite diese Null-Barriere-Kommunikationsstruktur. Also ich muss, wenn ich ein Browserfenster bedienen kann und irgendwo eine Zeile habe, wo ich einen Text eingeben kann,
dann kann ich mit dieser künstlichen Intelligenz arbeiten. Ich glaube, das ist das absolut Revolutionäre daran, dass du halt mit Sprache mittlerweile, ja, es ist, hast so einen Star Trek-Moment, weißt du, wo ja. Computer, erzähl mir mal, weißt du, oh, darf ich nicht sagen, dann springt wieder Alexa hier an. Es ist tatsächlich so dieser Knackpunkt, weil du sagst, Barriere, ne? Also ich tue mir nach wie vor, das ist auch kein Geheimnis, mit diesem ganzen Thema Virtual Reality etwas schwer. Einfach genau aus dem Grund, ne? Du brauchst das Device, du musst dieses Device auf dem Kopf haben, je nachdem, welches du hast, wird das über die Zeit auch einfach, ne, also du merkst es, es ist irgendwann unangenehm. Und ich glaube, das ist nach wie vor, was das Thema Virtual Reality angeht, der größte Showstopper, dass das kein Masseneffekt in dem Sinne ist, wie man es gerne hätte. Und das ist genau bei dieser KI-Thematik hier jetzt nicht mehr der Fall. Also ich hatte so diesen Aha-Moment im Sinne von, ich musste an diesen Film War Games mit Matthew Broderick aus Ende der 80er denken, ne? Weil diese KI dir tatsächlich ja vermittelt, ich verstehe dich, ne? Du bist bei mir in den guten Händen etc., was de facto natürlich auch ein riesengroßes Problem ist, denn so ist es ja eben nicht. Das ist, die KI versteht dich nicht, sie gibt dir nur den Eindruck, sie versteht dich. Ja, das ist so, also wenn du dich auch mit KI beschäftigt hast, also wir haben uns ja im SharePoint-Umfeld auch mit Syntax und mit, weiß ich was, da ging es ja immer um die Bildung von Metadaten und Klassifikation und wie kann ich Inhalte auswerten, Textverständnis und so weiter. Und dann kommt jetzt eine KI, die im Prinzip nichts weiter kann, als das nächste, beste, passende Wort zu deinem Kontext zu raten, und das stimmt dann zu 95% auch, und das schlägt dann alles andere um Längen. Ist irgendwie eigentlich so vom Konzept her, muss man sagen, ja, wenn das ausreicht, warum musst du so viel lernen, ne? Das ist ja wirklich auch nicht das Richtige. Also das ist schon irgendwie, wo man wirklich sagt, es ist Wahnsinn, ne? Vor allem, wie jemand auf die Idee gekommen ist, sowas zu machen und sowas umzusetzen und dieses ganze Thema KI auf ein völlig neues Level zu stellen, wobei man ja über KI seit 56 ist ja so das erste Mal das gefallen. Und ich habe neulich einen schönen Begriff gehört, das war, KI ist ein Sommer-Winter, hat einen Sommer-Winter-Verlauf. So nach dem Motto, KI hatte tatsächlich über die Jahrzehnte immer so einen Verlauf. Es gab mal einen Hype, dann wurde es eine lange Zeit ruhig, dann in den 70er-Jahren ist es wieder angesprungen, weil man noch ein paar andere Ideen hatte. Dann hatte man durch die Rechenpower, ist wieder zurückgegangen und es gab immer so ein Highlight, da war richtig was los und dann war wieder eine Winterzeit, da war wieder was weg. Und mittlerweile ist man halt in so einer kontinuierlichen Situation, wo man sagt, damit kann ich ja mittlerweile vieles anderes machen. Ich finde es interessant, dass du gesagt hast, ein Kunde ist auf euch zugestimmt. Unser eins lebt ja immer in diesen virtuellen Blasen aus seiner Community und seinen Circles. Hast du denn von Kunden, also von, ich sag mal, Menschen, die normalerweise nicht damit so viel zu tun haben, bekommst du da auch Anfragen außerdem von Kunden, Mittelständlern und Ähnlichen neben eurem Eigenkunden, die ihr habt, die jetzt sagen, du bist ja Experte für das ganze Microsoft 365, ich habe was von Copilot und sowas gehört. Interessieren sich da Kunden schon für oder ist das eher so, naja, warten wir mal ab? Also von bis, ne? Das ist ja auch immer so das Thema, es gibt eine Unternehmenskultur, jedes Unternehmen hat einen Charakter und je nachdem, wie der halt so ist, hast du da natürlich jetzt dann eher Unternehmen, die da sehr offen dafür sind oder sogar proaktiv bereits dran sind. Oder halt andere, die so ein bisschen eher, wie du gerade sagst, warten wir mal ab. Ne? Aber tatsächlich der Punkt, also wir haben ein Unternehmen, das da sehr, sehr aktiv auch direkt vom Management gesagt hat, die und die Business-Ziele könnte ich mir hier vorstellen, das und das sind die Anwendungsfälle, das wollen wir tun. Bis hin zu natürlich auch, dass mich dann IT-Abteilungen ansprechen im Sinne von, wir haben bei uns gesehen, klassisch so, ne, in den Firewall-Logs oder wo auch immer, da wird mit OpenAI rumgearbeitet. Was ist denn das überhaupt? Ich habe jetzt mal geguckt und Herr Borrell, was können Sie uns was dazu sagen? Ich habe gehört, da gibt es auch was von Microsoft, ne? Also dass sich das eher so ein bisschen reaktiv dann gestaltet. Aber das Interesse und die Neugier, die ist also schon da. Du kommst ja gar nicht dran vorbei, ne? Also auch auf ProSieben gab es ja so eine Dokumentationsreihe dazu, Galileo oder dieses Magazin, wo die ja dann, ich glaube, einer Deutschlehrerin 5 Aufsätze vorgelegt haben. Einer war von ChatGPT, und die Frage war, findet sie das raus beim Korrigieren, wer ist von einem Menschen oder respektive welcher ist nicht vom Menschen geschrieben? Interessant fand ich, nein, sie hat es nicht rausgefunden, aber der Aufsatz von ChatGPT hat eine 4- bekommen. Was, muss man ja mal sagen, immer noch bestanden wäre. Ne? Und das zeigt natürlich so ein bisschen die Szenarien. Ich habe von einem Kunden das Thema, geht in eine ähnliche Richtung. Da hat dann der Geschäftsführer, Inhaber geführt, nach wie vor,
damit rumgespielt und hat nach sich selbst einfach mal gefragt und die Antwort, die war falsch. Also da war ein inhaltlicher Fehler drin. Und er hat sich dann bei seiner IT-Abteilung gemeldet im Sinne von, was können wir denn da tun? Das ist falsch. Ne? Also das Thema aus den unterschiedlichsten Perspektiven bewegt aktuell die Welt. Ja. Definitiv. Also ich nutze es ja auch sehr viel. Da ich auch viel mit Video mache, ist das für mich auch immer so eine Geschichte gewesen, wie kann man denn das Thema Video damit erweitern. Also was ich mal ganz gerne mache, ist, wenn ich interessante Vorträge höre, dass man die sich auf YouTube anschaut, so 5-6-Stunden-Vorträge. Da gab es jetzt gerade auch im KI-Bereich sehr viele Sachen, Sam Altman und so weiter, wo man dann einfach sagt, na gut, ich habe jetzt die Möglichkeit, in meinem Browser ein Plugin einzubinden, das mir schon mal ein Summary schickt. Ich kann mir ein eigenes Prompt bauen, was ich mir auch gemacht habe und war da schon sehr begeistert drüber, wie man dann einfach diesen Inhalt sich nochmal anders erschließen kann. Also zum einen, dass ich eine bessere Beschreibung des Videos geben kann, indem ich da nochmal ein Summary mache und das auf YouTube oder in Stream, gerade auch im internen Bereich, mit hochlade. Auf der anderen Seite, wenn ich konkrete Fragen an so ein Video habe und den Texte, kann ich mir dann auch nochmal Inhalte ganz konkret rauslesen lassen. Und was ich gerade aktuell gemacht habe, weil du das auch vorhin mit dem Dialog erwähnt hast, es lief ja jetzt gerade in Berlin die Republika, die Konferenz, und da war unter anderem Meredith Whittaker auf der Bühne, die ist die Präsidentin von Signal, von dem Messenger-Dienst. Und die hat einen sehr interessanten Vortrag als Keynote gehalten über The Future of AI und hat mal auseinandergenommen, was sich eigentlich hinter diesem Begriff Künstliche Intelligenz hinsichtlich, wer hat den mal erstellt, wer profitiert davon, was gibt es da eigentlich von, wer muss zum Beispiel darunter leiden, dass wir mit ChatGPT arbeiten können, wer hat eigentlich das Modell trainiert und hat sich damit mal auseinandersetzt in einer Dreiviertelstunde. Ein hochinteressanter Vortrag, weil der nochmal einen ganz anderen Blick darauf bringt. Also habe ich mir den natürlich gleich mal analysieren lassen und habe mir mal so die Keypunkte rausgeholt, damit ich auch mal so eine Übersicht habe. Und dann kam ich darauf, Mensch, das könnte doch eigentlich mal eine gute Idee sein, auf einem der nächsten Meetups mal einen dieser Punkte zu diskutieren. Und habe dann an das Ding gefragt, sag mal, kannst du mir mal zu diesem Thema, was du ja identifiziert hast, mal so 5 Thesen erstellen, die man auf dem nächsten Meetup diskutieren kann. Und dann habe ich auch 5 Thesen bekommen, die tatsächlich inhaltlich auch richtig gut waren, also die auch an dem Thema drin waren. Und dann dachte ich mir, dann gehen wir einfach noch einen Schritt weiter. Und sag mal, jetzt würde ich mal eine dieser Thesen nehmen und würde dann mal einen Dialog zwischen zwei Sprechern herstellen. Einer ist so ein bisschen pro, der andere ein bisschen dagegen. Jetzt nimm mal diesen Dialog. Hier ist der Text, du hast eine Moderatorin, du hast 2 Sprecher. Die sollen bitte mal dieses Thema jetzt diskutieren mit 2 Fragen, 2 Antworten und habe dann auch relativ schnell einen entsprechenden Dialog herbekommen. Dann noch so ein bisschen Feintuning, ja, also mach da richtige Sprache drauf. Der andere soll ein bisschen empathisch sein, der andere ein bisschen skeptischer. Naja, und dann gehst du dann noch auf 11 Labs, lässt dir eine künstliche Stimme erstellen und machst das in Voice. Und ja, nächste Woche auf dem AMS Summit habe ich dann quasi einen Podcast, in dem 3 Stimmen differenziert dieses Ding sprechen. Und das hört sich, es hört sich noch ein bisschen nach fremder Stimme an, aber nur sehr wenig. Aber es ist schon extrem krass, was du damit machen kannst und wie man dann mit diesem Material umgehen kann. Und das ist jetzt für mich, wo ich das, sagen wir mal, für das Video mache. Aber wenn ich mir überlege, Trainingsvideos im Unternehmen, die, wo ich jetzt nicht nur das Video hochlade, sondern ich sage, guck mal, in diesem Video habe ich zum Beispiel erklärt, wie ich hier mal meine Kamera, meine Mivo-Kamera, wie die zusammengesetzt ist und wie ich die einsetze. Und dann sage ich ja, guck mal, schau mir bitte nochmal nach und sag mir doch mal, was sind denn die Features, über die ich gesprochen habe. Mach mal eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ich diese Kamera einsetze. Und dann habe ich das Video, ich habe eine Kurzbeschreibung, ich habe eine Anleitung. Das kriege ich alles aus einem solchen Video raus, bis hin zu dem mit den neuen Links, mit den neuen Funktionen da drin, dass ich sagen kann, naja gut, wenn du schon dabei bist, guck doch mal bitte nach, wo ich die Mivo auch online kaufen kann und mach mir bitte mal den Link in den Amazon Store da rein und dann guck mir nochmal nach, ob es nicht 3 interessante Videos gibt, die auf YouTube sind. Und das funktioniert alles. Du kriegst einen fertigen Bericht daraus, wo alles mit drin ist. Ja. Und das finde ich schon mal sehr interessant, um jetzt zu sagen, das ist jetzt für mich vielleicht interessant. Wenn ich jetzt aber mal den Blick in Richtung Microsoft-Plattform wende, Microsoft Copilot, der da kommt, und wenn ich das dann irgendwann mal mit meinen Unternehmensdaten machen kann, dann habe ich natürlich wahrscheinlich noch einen ganz anderen Boost. Ja, sind denn die Kunden, mit denen du sprichst, auch schon richtig aware, dass sie sagen, na gut, die Technologie ist ziemlich cool,
Aber kann ich das mit meinen Unternehmensdaten machen? Also der eine Punkt ist genau das mit den Unternehmensdaten. Das ist recht schnell beantwortet. Ja, das kannst du. Also Copilot geht ja genau in diese Richtung als eben dann Ready-to-Use Enterprise App oder Plugin für die Office-Anwendungen und die anderen Use Cases, die man da schon skizziert hat. Also Stichwort Copilot für Security-Themen etc., der dir dann hilft, wenn du ein Incident, also ein Alert im Security Center hast. Oh, was mache ich denn jetzt? Beziehungsweise halt dieser Dienst Azure Open AI, wenn du halt sagst, naja, ich baue mir jetzt eine eigene App, weil ich ein ganz spezielles Szenario habe, weil ich für dieses ganz spezielle Szenario natürlich auch vielleicht einen speziellen Wortschatz, eine spezielle Vokabel nutzen muss, die das allgemeine GPT-4-Modell oder welches auch immer einfach nicht kennt. Also das geht in diese Richtung. Ganz interessant jetzt mal gerade, natürlich so ein bisschen auch, dass es da jetzt sicherlich Leute gibt, Berufsgruppen, ganze Jobsbeschreibungen gibt, die so ein Stück weit Panik kriegen, ne? Weil nach dem Motto, ja Moment, das mache ich bei uns im Moment im Unternehmen. Also klassisch so Chefsekretärin im Sinne von, unser CEO hat morgen einen Vortrag und ich finde jetzt mal noch schnell raus, wo ist denn das genau, wo ist er denn dahin, was ist das Thema, was gibt es Aktuelles zu dem Thema etc. Ne? Also das sind alles Dinge, was diese KI in einer Qualität, also im Sinne von die Ausgabesprache oder der Ausgabetext ist was, du musst es eigentlich nur noch ablesen. Ja, und da gibt es dieses schöne Zitat in zig Variationen, Englisch, Deutsch und etc., das sinngemäß sagt, die KI wird nicht deinen Job übernehmen, aber derjenige, der KI nutzt, der wird deinen Job übernehmen. Ne? Weil damit natürlich du in der Lage bist, das deutlich schneller, also effizienter zu gestalten, als wenn du jetzt erstmal selbst anfängst zu googeln, wie man so schön sagt, und das alles von Hand zu Fuß erstellen musst. Das sind genau die Szenarien, um die es da jetzt auch innerhalb von Unternehmen geht. Also wofür wollen wir es einsetzen? Wofür wollen wir es auch nicht einsetzen? Etc. Ne? Ich glaube, also wenn du das, ihr arbeitet gerade mit einem Kunden an einem Projekt, dann ist es halt, läuft es ja so, ich vermute mal über diese Azure OpenAI-Funktion. Okay. Das, was mit Copilot ja irgendwann angekündigt ist, was dann im Laufe des nächsten halben Jahres wohl irgendwie dann konkreter werden wird und auch als Produkt kommen wird, ist ja eher so für uns normale Anwender, die einfach in ihrem Word plötzlich einen Copilot drin haben, die ja im PowerPoint einen Copilot haben, der jetzt nicht nur einen Designvorschlag macht, sondern vielleicht auch noch die ganzen Folien an sich ausfüllt mit Inhalten, mit Texten und mit Bildern dazu oder der dir in Excel die richtigen Formeln zusammenbastelt oder in Outlook dir hilft, deine E-Mails im vernünftigen Ton zu beantworten. Oder was jetzt ja ausgerollt ist, da kann man sich ja, sagen wir mal so, diese Funktionalitäten schon ein bisschen angucken, ist ja in Teams Premium diese Thema Meeting-Zusammenfassung, ne? Wo du jetzt, wenn du so ein Meeting gesprochen hast, dann bekommst du das, was ich jetzt mit diesem Video gemacht habe, kriegst du ja so in einer Art auch dann in Teams mit. Du kriegst eine Liste, wer war dabei, du weißt, wann, wer, wo gesprochen hast, du bekommst selber in deiner Timeline angezeigt, wann du gesprochen hast, damit du da nochmal durchgehen kannst. Du kriegst automatische Aufgaben, die generiert worden sind, manuelle Aufgaben, Notes, die gemacht worden sind und alles. Und bekommst das eigentlich fertig als Dienstleistung von Teams wo du jetzt keinen Protokollanten mehr brauchst. Okay, genau, aber wer hat schon sich freiwillig gemeldet, wer schreibt Protokolle? Ja, genau, ja. Das sind so Dinge, wo die KI wirklich den Stress wegrationalisiert und du kriegst halt das fertige Protokoll mit dem ganzen Anbindung, die da dran sind. Mhm. Das ist doch schon eine ziemlich coole Sache, wo du dann vielleicht gar nicht mehr merkst, dass da KI im Hintergrund ist, sondern das ist dann einfach so, weil es funktioniert einfach so. Ne? Und wenn du das in den anderen Dingen siehst, also werden wir ja auch als Anwender, ich sag mal, vermutlich irgendwie nicht mehr die Option haben zu sagen, ach, das ist alles nichts für mich, das schalte ich mal irgendwann später frei, sondern irgendwann wird das dann so in der Plattform drin sein, dass du das letztlich gar nicht mehr wegkriegen kannst. Ja, es geht so ein bisschen, du hast ja vorhin dieses Thema iPhone-Moment auch genannt, ne? Also im Sinne von, heute setzt ja jeder von uns als selbstverständlich voraus, dass jemand, mit dem er sich unterhält, ein Handy, also ein Smartphone hat, ne? Vielleicht kein iPhone, aber schon ein Smartphone. Also wenn dir heute jemand sagt, nee, habe ich nicht, das ist schon nochmal so ein Aha-Moment. Und meine Prognose, ich meine, da gibt es natürlich auch noch den ganzen regulatorischen Ansatz, ist auch noch so ein Thema für sich, aber meine Prognose, wenn da jetzt nicht ein absoluter Showstopper aus welchen Gründen auch immer kommt, wird sich das so entwickeln, dass das einfach irgendwann eine Selbstverständlichkeit ist.
Ob das gut oder schlecht ist, ist ein facettenreiches Thema, keine Frage. Aber dass sich das jetzt nicht einfach mal aufhalten lässt im Sinne von, ach nee, hätte ich lieber doch gerne anders, das glaube ich nicht. Also dazu ist dieser Stein zu sehr ins Rollen gekommen. Ja. Da stimme ich dir zu 100% überein, weil dieses Thema Security und ob man das einsetzen kann, das ist, glaube ich, die ganze Diskussion mit der Cloud, die wir vor 8, 9, 10 Jahren geführt haben, einfach nochmal auf ein völlig anderes Level steht. Zum einen von der Komplexität, die dahinter steht, von den Dingen, die passieren können damit. Und zum Zweiten, das wird nicht 5 Jahre dauern, bis das eingeführt ist, sondern wie man ja sieht, in den letzten 6 Monaten, ich weiß nicht, wie viele User mittlerweile auf ChatGPT sind, 150 Millionen oder sowas tägliche User, die das alles nutzen. Egal wo die leben, spielt keine Rolle. Das wird nochmal eine ganz andere Dimension übernehmen. Und insofern ist natürlich das Risiko groß, dass man hier was ausrollt, was man nachher nicht mehr einfängen kann, wo ich glaube auch, wo Sam Altman hat ja so schön gesagt, ne, auf dem Hearing, wenn hier was schief läuft, dann haben wir aber richtig verkackt, so um es mal so zu sagen. Dann geht es aber richtig in die Hose. Ja? Insofern hat er das ja in diesem Hearing in Englisch etwas abgeformuliert, aber im Prinzip war das schon so. Also Jungs, ich sage euch mal, wenn das hier schief läuft, dann haben wir aber richtig ein Problem. Und ich glaube, das ist auch so. Und was ich interessant zum Beispiel fand, letzter Monat war ja auch diese Google I/O-Konferenz. Und da haben sie ja dieses Google Bard vorgestellt, ne? Das ja auch so ChatGPT ähnlich ist. Ja. Und interessanterweise war, dass Google auch gesagt hat, ja, also ganzen Modelle und auch gibt es ein Modell für Musikerstellung und für Video und so weiter. Diese ganzen Beta-Labs, die rollen wir jetzt alle mal aus, mit Ausnahme von der EU, aber in die 180 anderen Länder rollen wir das Ganze schon mal aus, da könnt ihr das nutzen. Was dann so viel heißt, hier machen wir das noch nicht, auch weil wir müssen da vielleicht nochmal das ein oder andere schauen, wie sich da die EU verhält mit ihrem Rechtsauffassung, aber in den anderen Ländern kommen. Es ist tatsächlich so ein bisschen, also ich fand das ganz, ganz spannend, das ging so ein bisschen bei Facebook rum, ich habe es bei meinem Kollegen, dem Yussi, gesehen, der hat das dann gepostet, und das ist irgendwie so ein Gebäude, das halb fertig ist, Baugerüst steht noch drumherum etc. und da hat jemand dann ein großes Plakat oder vielleicht was auf Photoshop dran gemacht, ChatGPT, can you finish this building? Also es ist, was ist natürlich nicht, ne? Es ist im Moment ja alles rein virtuell. Also und sinngemäß diese Diskussion, dass ja auch irgendein Deutscher war das, glaube ich, irgendein Professor Doktor, also ganz wichtige Person, sinngemäß gesagt hat, im Vergleich zur Erfindung der Wasserstoffbombe ist das hier eigentlich sehr, sehr ungefährlich, um was wir hier gerade uns unterhalten. Ich will das nicht kleinreden, ne? Aber klar, es ist natürlich immer die Frage, was machst du daraus, was machst du damit? Also nochmal Aufhänger, was ich vorhin sagte, dieser Film Wargames, ich denke, viele Leute werden ihn kennen. Mhm. In dem Moment, wo du so einem System, so einer künstlichen Intelligenz halt wirklich dann Kontrolle gibst, also dass das Ding dann selbst entscheiden kann, ich tue jetzt, ich passe jetzt irgendwelche Konfigurationen an, ich löse Prozesse im echten Leben aus, dann wird es sicherlich wirklich brandgefährlich. Solange, wie du sagst, das ist ein Text und irgendjemand hat den halt 1:1 übernommen, na gut, im schlimmsten Fall blamiert er sich, ne? Oder steht da halt eine Aussage, die so nicht stimmt, oder dieses berühmte Beispiel, wo irgendein Reporter ein Interview mit Michael Schumacher geführt hat, der ja seit Jahren von der Bildfläche verschwunden ist. Also das würde ich jetzt nicht als Gefahr sehen, das ist eine Frage von Ethik, von Moral und kann sicherlich unschöne Effekte generieren, wirklich bedrohlich. Also ich finde diese Analogie Richtung die Wasserstoffbombe war deutlich gefährlicher und die haben wir auch auf die Menschheit losgelassen. Aber und da gab es ja auch die Argumentation, das habe ich, das war auch in einem Talk, habe ich das auch mal gehört, wo sie haben, als die praktisch die Atombombe und die Wasserstoffbombe entwickelt haben, haben sie auch festgestellt, Moment mal, das ist etwas ziemlich Riskantes, ziemlich Gefährliches, ja. Und daraufhin wurden ja auch durch die verschiedenen Abkommen in den ganzen Zeiten des Kalten Krieges, wurden zwar viele von diesen Dingern gebaut, sie wurden aber nie mehr eingesetzt, weil man sich auf bestimmte Rahmen- und Verbreitungsrichtlinien geeinigt hatte. Man hat ja dafür einen Rahmen geschaffen, in dem das nicht verboten wurde, sondern es mit allen Konsequenzen regulativ möglich war, das zu verbauen. Ob das sinnvoll war oder nicht, ist ja eine völlig andere Geschichte, war natürlich nicht sinnvoll, aber man hat es zumindest verhindern können, dass diese Technologie dann in falsche Hände gefallen ist. Also, und insofern geht das ja auch das, was so die Großen mittlerweile sagen,
wisst ihr was, Regulierung stört uns eigentlich nicht. Gebt uns einen Rahmen, genau, in dem wir uns bewegen können, damit wir wissen, wo sind die Grenzen, was sollen wir nicht machen, und gebt uns den Rahmen und dann gucken wir darum, dass wir den Rahmen erfüllen. Ich meine, GDPR hat das ja letztlich auch geschafft, dass wir mittlerweile in Europa die Möglichkeit haben, diese Microsoft-Dienste zu nutzen, weil die mittlerweile so angepasst sind, dass sie zum großen Teil, es gibt noch bestimmt noch die eine oder andere Ausnahme, aber zum großen Teil so funktionieren, dass du hier in Europa damit rechtskonform arbeiten kannst. Also es ist so eine, also tatsächlich, GDPR ist eine schöne Analogie, ne? Nach wie vor gibt es Leute, die sagen, laut der GDPR sind Cloud-Dienste nicht rechtskonform einsetzbar. Es gibt andere, die, so wie du es jetzt gerade zusammengefasst hast, sagen, nee, das ist schon, also auf jeden Fall mal mindestens auf einem sehr guten Weg. Ne? Klassisch, frag zwei Juristen, du hast fünf Meinungen. Ist ein schwieriges Thema. Gehen wir mal so ein bisschen vielleicht als Analogie auch von diesem Thema Atombombe oder Wasserstoffbombe weg, so eine Analogie, die mir auch eingefallen ist. Wenn man mal guckt, Beginn der Industrialisierung, ne, also Dampfmaschine damals, es mussten erst schlimme Unfälle passieren in Unternehmen, Menschen sind gestorben, wurden schwer verletzt, bis man da mal angefangen hat, über sowas wie Arbeitsschutzmaßnahmen nachzudenken. Ne, und tatsächlich, das wird, da bin ich davon überzeugt, auch bei diesem Thema dieser KI oder dieser generativen Sprachmodelle hier nicht anders laufen. Also so funktionieren wir einfach. Da kommst du jetzt sehr schnell in philosophische Diskussionen. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen, das nachhaltig zu regeln, bevor nicht wirklich was Schlimmes passiert ist oder was Unangenehmes, sagen wir es mal so. Und dann hast du aber halt diesen Aha-Moment und dann wird es passieren. Auch gerade diese Thematik, dass die Großen, also auch ja, ne, der CEO von OpenAI klar gesagt hat, ja bitte, ne, dann gibt uns regulatorische Parameter. Ich habe mir tatsächlich in der Mediathek die Bundestagsdebatte zu dem Thema angehört, wo auch dann diese fünf Fachleute interviewt wurden, einer vom Chaos Computer Club. Das ist, fand ich, schon mal einen sehr positiven Punkt, ne, dass man da wirklich mal jemand, der eher aus der Praxis kommt, dann auch mit angehört hat. Nichtsdestotrotz, die Fragen, die die Parlamentarier dann hatten, zeigen leider Gottes ein Stück weit, das ist so ein bisschen, wie man so schön sagt, da reden Blinde über Farben. Also da fehlt einfach auch noch der Praxisbezug, dieses, was müssen wir denn überhaupt entscheiden? Und von daher, genau, der worauf ich hinaus wollte, der Gründer von OpenAI sagt, wir brauchen Regulatorien, und die von den Parlamentariern kam dann, ja, wenn selbst schon die Gründer sagen, wir müssen hier erstmal Pause machen und anhalten, bevor das alles geregelt ist, das haben die nicht gesagt. Die haben gesagt, wir brauchen Regulatorien. Die haben aber nicht gesagt, bevor die nicht da sind, machen wir nicht weiter. Ne? Also zumindest mal nicht so absolut, nicht so plakativ. Also das ist eine spannende Diskussion, die da gerade läuft, ja. Und ich glaube, das wird auch nicht, das ist völlig illusorisch, dass sowas funktionieren würde mit einer Pause. Zum einen sieht man ja, wie, weil jetzt gerade auch die ganzen Entwicklerkonferenzen durch waren, Bild und so weiter, wie die Großen daran arbeiten, an diesen Modellen, auch sie ihre ganz normalen Plattformen zu integrieren. Auf der anderen Seite, was ich auch in einem sehr interessanten Video gesehen habe, in der Diskussion, da ging es darum, ob die Großen eigentlich überhaupt die große Gefahrenquelle sind, ob nicht eigentlich dieses Open-Source-Konzept, was bei vielen dieser Modelle ja im Hintergrund steht, ob das nicht viel mehr das viel größere Risiko ist. Weil du kannst dir ja mittlerweile dieses ChatGPT for All auf deinem Rechner selber installieren und hast dann quasi dieses Modell und kannst selber deine Dokumente damit verhutzeln und so weiter. Das kann eigentlich jeder machen, kann sich diese Technologie dieser Spracheingabe nutzen, um seine Daten damit auszuwählen. Das kann sich jeder runterladen. Der kann damit auch, weiß ich was, im Darknet irgendeine Hackerbörse aufmachen oder ähnliches. Ja, und dieses Verbreiten, das heißt, diese Technologie ist anders als jetzt zum Beispiel die Google-Suchmaschine, ja nicht mehr unbedingt komplett in der Hand von einigen Großen, sondern diesen Open-Source-Bedanken gibt es ja mittlerweile diese Technologie eigentlich auch quasi gratis zum Download. Ja? Und wenn du siehst, wie viele Hunderttausende mittlerweile in diesem Bereich programmieren, und ich habe tatsächlich auch meine ganzen Social-Media-Feeds mal so ein bisschen angepasst, indem ich jetzt mal so dem einen oder anderen folge, der dazu auch ein bisschen tiefergehend und viel näher noch dran ist und viel mehr sich anschaut. Da laufen in jeder Woche, läuft da wieder ein Ding ein, wo du sagst, oh, was ist das jetzt? Ach, das ist ja auch wieder cool. Da war gerade ein Tech-Talk mit einem Gründer aus einem Startup, was mit Videobildern, mit Overlays und Wiederbildern, Face-Swap und Audio-Austausch arbeitet. Und der saß mit dem Tech-CEO auf der Bühne und die unterhielten sich.
Und der sagte, naja, wir haben ja so bei Fake-Videos gesehen, dass man Gesichter austauschen kann und dass dann, irgendein virtueller Trump mit einer virtuellen Rede auftritt, die dann fast völlig echt sind. Das kann man ja mittlerweile alles machen. Und dann fragte er, ja, geht das dann eigentlich auch in live? Dann hatte er oben drum drüber seinen Monitor und plötzlich saß der von Merantix, hieß die Firma, glaube ich, saß der auf der Bühne und sah genauso aus in echt und sprach so wie der Moderator daneben. Und dann sagt er, ja, meine Stimme geht auch noch. Und dann hat er kurz mal auf den Knopf gedrückt und dann sprach er ins Mikrofon exakt mit seiner Stimme. Und das in Live-Deskription, wo du vor 3 Monaten noch gesagt hast, ja, so als Fake-Video kann ich das gut machen. Aber in Live, dass du das so hinkriegst, ist ja auch nochmal ein ganz andere Hausnummer. Und das geht so schnell, dass da solche Dinge kommen, weil das die Modelle da sind und jeder irgendwo an der diese Konzepte da sind und jeder auch rumforschen kann. Insofern ist vermutlich das, was du auch sagst, auf der anderen Seite ist der Wissensstand derjenigen, die darüber entscheiden sollen, noch recht rudimentär. Und das, was ich also wirklich in der Richtung etwas bedrohlich finde, ist, dass eigentlich keine Zeit dazu ist, sich lange darauf auszuruhen, sondern man muss möglichst schnell was machen, weil die Technologie so schnell voranschreitet. Siehst du das anders? Ja, also grundsätzlich nicht anders. Es ist mehr so ein bisschen, also was ist denn tatsächlich leistbar oder auch da? Ich gucke da immer ein bisschen so gerne an, wirklich, wie ist man da in vergangenen Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten mit umgegangen mit solchen Entwicklungen? Weil dass so etwas passiert, ist nicht neu. Was sicherlich einfach auf einem ganz anderen Level ist, ist die Geschwindigkeit tatsächlich, ne, mit der das passiert. Und so ein bisschen auch aufgrund der vernetzten Welt, in der wir nun mal leben, dass das direkt, wenn dann, ein sehr globaler Effekt ist. Also ich muss zum Beispiel jetzt so ein bisschen, gerade auch während ich dir zugehört habe, an dieses Thema denken, das kommt aus dem Zollrecht, wenn du etwas verschickst in andere Länder, da gibt es den Begriff des Dual Use. Also da geht es zum Beispiel darum, dass es halt Länder gibt, da darfst du keine Waffen hinliefern, ne? Und jetzt kann man sagen, naja, also so eine Glasflasche, so gesehen ist auch eine Waffe. Ich kann eine Glasflasche nehmen und kann damit jemanden schwer verletzen, wahrscheinlich sogar umbringen. Auf der anderen Seite kann ich in eine Glasflasche Wasser füllen und kann damit jemanden, der am Verdursten ist, Wasser geben und ihm quasi das Leben retten. Und deshalb dieses Dual Use. Und hier sind viele Aspekte, die für mich in ähnliche Richtungen gehen, dass man also sagt, das lässt sich gar nicht jetzt an der konkreten Technologie oder am konkreten Anwendungsfall festmachen, sondern es ist am Ende vom Tag ein Stück weit eine sehr individuelle Bewertung. Oder auch dieses Thema, also was ja jetzt nicht neu ist, du kannst eine E-Mail fälschen, ne? Also Absender etc., solche Themen. Ja, ne? Und das ist nicht zuletzt ja der Punkt, warum du Stand heute an ein Gericht einen Brief schreiben musst oder / maximal einen Fax noch als Alternative hast. Da wird immer so ein bisschen welche wie, da werden noch Faxe geschickt. Naja, aber ein Fax ist halt etwas, was also zumindest mal nicht mal ganz so einfach gefälscht werden kann oder nicht so ganz so einfach gefälscht werden kann, als das bei einer E-Mail der Fall wäre. Und meine Einschätzung ist, dass wir, was das jetzt hier angeht, in ähnliche Richtungen kommen. Also so nach dem Motto, ich akzeptiere dieses Statement, dieses Interview oder wie auch immer, nur dann, wenn ich wirklich derjenige war, der auch dabei war und face-to-face es mit dieser Person gemacht hat, zu sagen, ich schicke dir ein Recording, sorry, das wird im Moment so nicht akzeptiert aufgrund der ja sehr leichten Fälschbarkeit und Manipulierbarkeit. Ja, also ich glaube eher, es geht in diese Richtung, anders ist es eigentlich fast aufgrund der Geschwindigkeit nicht handelbar. Kleiner Fun-Fact, ich meine, ich kriege ja auch immer noch diese Massen-E-Mails von den nigerianischen Prinzen, die irgendwo eine Erbschaft hinterlassen haben, ne? Wo du dann bloß noch hinschreiben sollst. Ich habe tatsächlich neulich einen Brief, weißt du, so Papier, von einem, mit genau diesem Inhalt bekommen, von einem nigerianischen Prinzen, der mir in Papierform angeboten hat, seine Erbschaft zu übernehmen, wo ich dachte, was ist das denn? Ja. Also, da ist es, da stehst du plötzlich auch mal davor und sagst, hä, wie ticken die denn? Ja, also, dass sie sowas, völlig crazy. Aber ich stimme dir da völlig überein. Ich würde gerne nochmal jetzt an das Thema anknüpfen, weil wir gesagt haben, dass dieser rechtliche Rahmen ja relativ wichtig ist. Und du hast dich ja sehr verdient gemacht, auch hier im Podcast, durch die Kooperation mit dem Rechtsanwalt, wo wir über die DSGVO ja gesprochen haben und wir auch diese rechtlichen Aspekte wieder abgewogen haben und ähnliches. Und du hast ja jetzt mit der Rechtsanwaltskanzlei das Thema KI aufgegriffen. Kannst du dazu ein bisschen was sagen? Genau, also das ist Luther Rechtsanwälte, die gibt es irgendwie über ganz Deutschland verteilt und mit dem Michael Rath, der dort als Partner mit dabei ist, habe ich seit der DSGVO da einen sehr intensiven Kontakt.
Denn tatsächlich es ist so, wenn du nicht die entsprechende Qualifikation hast, dann darfst du keine Rechtsberatung machen. Das ist sogar in Deutschland eine Straftat. Und auf der anderen Seite ganz klar, ich bin Techniker, ich bin in keinster Weise Jurist. Also mir fehlt auch de facto einfach die Kompetenz, ne, da jemand belastbar und nachhaltig beraten zu können. Und genau wie bei dem Thema DSGVO habe ich eben oder wir eben deshalb diese Partnerschaft, denn wenn du mit Kunden sprichst, spielen diese Themen unweigerlich eine Rolle. Also das heißt jetzt, wir wollen in die Cloud, was müssen wir da jetzt mit der DSGVO beachten? Oder jetzt allgemein neu, wir wollen gerne ChatGPT oder Azure OpenAI nutzen. Was müssen wir hier rechtlich beachten? Denn auch hier, ähnlich wie es ja die DSGVO gibt, gibt es auf Seiten der EU den AI Act, also wo man auch da angefangen hat, sich EU-weit mit einem Regelwerk zu beschäftigen. Was darf AI, was darf sie nicht, was muss hier beachtet werden, welche Daten darf ich dahin übermitteln, etc. Und natürlich auch so dieses ganz große Thema, wer ist denn der Urheber von dem, was eine AI da generiert? Also ist es der Anbieter, Microsoft, die Firma OpenAI etc. oder wer ist der Urheber? Tatsächlich, das sind so die Fragen, die ich jetzt mit dem Michael Rath in einem White Paper dann mal dem aktuellen Stand zusammengefasst habe. Also das ist sein Beitrag zu dem White Paper. Zusammengefasst kann man sagen, da gibt es noch so gut wie nichts Konkretes dazu. Also die gesetzgebenden Instanzen sind da einfach noch nicht an dem Punkt, dass sie sagen können, Stand heute sieht so aus, sondern man adaptiert halt bestehendes Recht. Das Gleiche, was man damals beim Datenschutz gemacht hat. Also gerade zum Beispiel, das weiß ich jetzt, weil ich mich da mit ihm auch sehr aktuell drüber unterhalten habe, das deutsche Urheberrecht sagt wohl sinngemäß, ein Urheber kann nur eine natürliche Person sein, also keine KI. Ergo, das ist Stand heute nicht möglich, dass du sagen kannst, der Urheber war die KI. Also das kannst du zwar sagen, aber das ist juristisch so nicht belastbar, nachdem, wie mein Verständnis ist. Und das zeigt einfach, hier gibt's Regelungslücken. Dann wäre ich ja praktisch, wenn ich jetzt, ist ja eine heiße Diskussion, wenn ich sage, erstelle mir ein Bild im Stile von so und so auf Midjourney, wo darf ich das überhaupt? Wo hat er eigentlich die Informationen, wie, weiß ich was, Van Gogh oder sonst irgendjemand oder irgendein Fotograf gearbeitet hat? Normalerweise darf ich seine Bilder gar nicht so verwenden, wenn ich da was machen will. Und insofern, wenn eine KI das automatisiert, ist das natürlich alles völlig, völlig offen noch. Dass man da, wenn du jetzt aber sagst, die KI ist gar kein Urheber, na, wenn sie kein Urheber ist, hat sie auch kein Recht. Ich glaube, das ist relativ, das sind so viele Fragen, die noch zu klären sind. Und insofern, es gibt euer White Paper jetzt erstmal so einen ganz groben Einstieg da rein, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt mal der Stand der Dinge. Jetzt ist keine tiefe Rechtsberatung, aber wir gucken erstmal an, wo sind wir, wo stehen wir jetzt eigentlich? Ja, genau. Also das ist wirklich so Wissen jetzt mal High Level, zumindest mal zeigt es auf, wo sollte oder wo muss man denn als Unternehmen eine Regelung schaffen und was kann man regeln und was ist einfach Stand heute noch nicht final regelbar, weil einfach der gesetzliche Rahmen noch fehlt. Also es geht auch dann DSGVO-Aspekte, darf ich personenbezogene Daten an die KI übermitteln? Ne? Also das sind so Punkte, die natürlich hier eine Rolle spielen. Das muss geregelt werden oder auch Richtung Deutschland gibt es ja das sogenannte Geschäftsgeheimnisschutzgesetz, also wo man sagt, wenn du sagst, das hier ist mein Geschäftsgeheimnis, musst du auch sagen, was hast du getan, damit es geheim bleibt. Und zu sagen, ja, ich habe es aber auch an die KI übermittelt, könnte auch da dann plötzlich vielleicht ein Aspekt werden. Also das sind Themen, die muss man regeln. Die sind in dem White Paper mal aufgelistet, was nicht heißt, dass da die Antwort drin steht, weil wir die teilweise heute einfach noch nicht haben. Ja, und die weil du es gerade sagst, mit persönlichen Informationen. Ich meine, das ist ja auch schon die Frage, wenn ihr jetzt diesen Meeting-Zusammenfassungs-Service in Teams Premium anguckt, da werden ja sicherlich auch noch persönliche Daten. Also wenn da, habe ich jetzt eine Aufgabe generiert und ich kann dir analysieren, wann wer gesprochen hat und ich habe die Marken da drin. Da kann man sich auch fragen, ist das nicht eigentlich schon etwas invasiv, wo ich in so ein Meeting für meine Persönlichkeitsrechte ein, habe ich da eigentlich die Zustimmung zugegeben? Darf ich das überhaupt? Könnte ich mir vorstellen. Also das ist, wir bewegen uns da gerade auf diesem dünnen Eis, ne, dass hier zwei Techniker solche Fragen versuchen zu beleuchten, weil am Ende vom Tag, ne, ist es halt eben eine Frage von juristischen Aspekten. Also tatsächlich, ich interpretiere jetzt mal, ich nehme jetzt mal an, ein Unternehmen, das Teams oder Teams Premium dann auch einsetzt, sollte eine Betriebsvereinbarung oder wie auch immer geartete Regelung haben, die im Prinzip sagt, lieber Mitarbeiter, wir machen das aus unternehmerischen Gründen und deshalb
ist es entsprechend legitim, dieser Einsatz? Und wir haben auch geklärt, dass hier personenbezogene Daten an eine Microsoft zur weiteren Verarbeitung geleitet werden, etc. etc. Ein ganz anderer Aspekt, der mir in dem Kontext begegnet ist, das war jetzt in Düsseldorf auf dem European Collaboration Summit. Da saß ich in einer Session zu dem Thema und mein Sitznachbar war ein sehr kommunikativer Mensch. Also ich kannte ihn nicht, aber wir haben es kamen so ein bisschen ins Gespräch. Und dann kommt dieser, genau die Vorstellung von diesem Feature von Teams Premium. Und dann sagte der, ja, da könnten wir ja quasi danach sagen, wer hat sich hier eingebracht? Wir hatten einfach nur die Klappe gehalten und nichts im Meeting gesagt und könnte dann sagen, sag mal, wieso hast du denn nichts im Meeting geäußert? Du warst zu still, also Richtung Leistungskontrolle, ne, Mitarbeiterkontrolle. Und das ist natürlich auch was, klar, das wäre darüber möglich. Und man muss eben schauen, dass man in entsprechenden Betriebsvereinbarungen geregelt hat, dass das eben nicht getan werden darf, weil das ist nicht die Idee hinter dem Feature. Das war ja jetzt eine Bananenflanke, alle Manikals, die ich jetzt nur noch vollstrecken muss. Für jüngere Zuschauer, Zuhörer war mal ein Stürmer in der Nationalmannschaft. Nein, aber genau zu diesem Thema, zu Teams Premium und zu diesen Funktionen, habe ich neulich mal eine Frage an ChatGPT gestellt und habe gesagt, sag mal, es gibt jetzt diese Funktion, diese Meeting-Funktion mit dem Zusammenfassung. Mach mir doch mal 10 kreative Vorschläge, wie man diese Funktion noch ein bisschen erweitern kann, damit man noch mehr aus so einem Meeting rausbekam. Da kam dann unter anderem der Vorschlag, naja, man könnte ja auch noch so biometrische Daten erfassen, wie Pulsfrequenz und wie Atemfrequenz und ähnliches. Und dann habe ich gesagt, ja, und darf man das machen? Und wie wäre das dann? Und dann hat er mir auch ein paar Beispiele gegeben und hat unten auch geschrieben, aber man muss natürlich gucken, ob das auch zulässig ist und so weiter und so fort. Mhm. Und da habe ich immer gefragt, ja, ich habe jetzt aber das ganze Zeug nicht. Wenn ich jetzt nur eine Webcam und das normale Mikrofon da drin ist, könnte ich denn da auch was mitmachen? Und dann kamen gleich die anderen und sagten, natürlich, man kann heute mittlerweile ja die Gesichtsausdrücke auswerten und man könnte das aufnehmen, man kann es anschließend noch eine Sentimentanalyse machen und sagen, wer wann wieder. Und dann habe ich gesagt, okay, will ich sowas? Man ist ja relativ schnell daran, dass man immer denkt, ja, da werden so Daten gesammelt und aufbereitet, können gemacht werden, aber wir haben ja heute mittlerweile Technologien, die mit simpelsten Mitteln in der Lage sind, irgendwelche Auswertungen zu machen, wo du dann sagst, oh, das wird aber ein bisschen kitzlig. Nicht, dass die Frage ist immer, und deshalb finde ich dieses Bemühen um einen rechtlichen Rahmen einfach unbedingt notwendig, dass man sagt, nein, das geht einfach gar nicht. Das geht nicht, das darf nicht passieren, das darf nirgendwo passieren und das wird geregelt. Ja, ja? Und dann guckst du nach China und sagst, okay, die machen das ja schon im Alltag. Und dann ist die Frage, wie kriegen wir das hin, dass das irgendwo mal weltweit stimmt? Und das sehe ich als ein richtig großes Problem an, ob man das so, wie man das in den Griff kriegen will. Das finde ich. Nee, das kriegst du aus meiner Sicht weltweit, also im Sinne, dass man sagt, es gibt da jetzt einen Standard gar nicht hin. Diese Herausforderungen haben ja heute schon diese ganzen Viva-Lösungen, ne? Die sind aus einem amerikanischen Mindset heraus gebaut worden, weil klar, Microsoft ist eine amerikanische Firma, also so what? Und das passt natürlich nur sehr bedingt, beziehungsweise teilweise überhaupt gar nicht zu einem Mindset, wie wir das in Europa oder auch in Asien haben. Ne? Also in Asien, das ist dieses Thema, der Mitarbeiter wird sich nicht beschweren, der fällt eher tot um, weil er halt eben dieses Commitment hat, die Firma, für die ich arbeite, ist mein Leben, das ist alles. Und das ist natürlich hier einfach nicht in so einem generellen Ansatz berücksichtigbar. Was tatsächlich auch hier wieder so ein bisschen ein Punkt ist, das Thema ist ja nicht neu. Also wenn ich mal so ein bisschen zurückdenke, als ich angefangen habe, dann nach meiner Bundeswehrzeit damals ins Arbeitsleben einzusteigen, natürlich gab es da Leute, die haben erstens mal morgens mindestens mal eine Stunde in der Kaffeeküche zusammengestanden und über Bundesliga sich unterhalten etc. Und wenn du später bei denen am Büro vorbeigelaufen bist, dann haben die da erstmal Bildzeitung gelesen. Das war auch jedem bekannt im Sinne von, ist ein fauler Sack. Und ja, ne, das ist einfach kein Geheimnis gewesen. Insofern, das ist jetzt nicht neu, wenn du sagst, ich kann irgendwie auswerten, wer ist denn fleißig, wer ist es nicht. Der Knackpunkt und der Unterschied ist, dass du es hier natürlich jetzt elektronisch automatisiert machen kannst. Das war früher mit, hey, ich habe dich gestern Morgen in der Kaffeeküche beim Bildzeitung lesen gesehen. Da musstest du schon dafür hingehen und musstest dir diesen Eindruck selber erschaffen. Also das ist das, was neu dran ist. Und das sollte ja, reden, und vor allen Dingen beziehungsweise das ist ja, die Frage ist wirklich, ob man das darf oder nicht. Also du hattest vorhin gerade mal angesprochen mit dem Homeoffice nochmal.
weil da fiel mir auch ein, mit Arbeitsschutzmaßnahmen. Ich meine, wenn ich mich noch daran denke, als ich früher in den Firmen gearbeitet habe, da gab es Arbeitsschutzmaßnahmen, wie der Arbeitsplatz gestaltet sein muss, mit Beleuchtung und allem drum und dran. Und wir arbeiten heute alle im Homeoffice mit dem Laptop auf dem Sofa und arbeiten da, sagen wir so, in der Richtung. Mhm. Die Frage ist natürlich auch, gelten da so generelle Arbeitsschutzbedingungen auch nochmal? Prinzipiell ja auch, weil du arbeitest ja. Aber das ist auch, ich sag mal, etwas verwässert worden, würde ich mal grundsätzlich sagen, ohne das jetzt in der Praxis. Also verwässert wird. Das ist auch so eine Frage. Die Verhältnisse ändern sich. Ja. Und der rechtliche Rahmen muss entsprechend angepasst werden. Also verwässert, beziehungsweise man kam halt hier auch einfach nicht hinterher. Ich meine, der große Treiber für Homeoffice war Corona, ne? Und du konntest jetzt natürlich nicht sagen, ja, müssen wir jetzt erstmal ein halbes Jahr mit warten, bis wir das gesetzlich geregelt haben, weil halt die Pandemie ja den Druck ausgeübt hat, ne? Also, und das ist hier natürlich jetzt ein bisschen ein ähnlicher Charakter, dadurch, dass das für viele Leute ein charmantes Feature ist, das genutzt werden soll. Ich denke, es ist wirklich so ein bisschen diese Thematik, also wenn man so schön sagt, gesunder Menschenverstand, den man da generell ja walten lassen sollte. Und nichtsdestotrotz, es braucht Regelungen. Und zwar aus meiner Sicht im ersten Schritt wird das allgemeiner gehalten sein. Ich kenne das mit dieser, bleiben wir mal diesem Beispiel, ist jemand fleißig oder nicht? Und du sagst, ja, ich kann aus dem Azure AD-Log auslesen, wann meldet sich denn der Gret morgens an und ab wann hast du mittags bei ihm keine Aktivität mehr, sprich, er ist nicht mehr am PC und könnte daraus ableiten, jetzt gerade Homeoffice, von den 8 Stunden, die er eigentlich zu arbeiten hat, ist er eigentlich nur 2 Stunden tatsächlich anscheinend aktiv. Das geht auch heute schon. Und deshalb kommt man in Unternehmen zu Regelungen, wo man sagt, solche Daten dürfen ganz generell, egal wo sie herkommen, egal welcher Natur, in keinster Weise zur Leistungs- und Verhaltenskontrolle genutzt werden. Und dann hast du das zumindest mal ein Stück weit in den Rahmen gepackt, ne? Und das ist so auch die Empfehlung, wenn Kunden mich danach fragen, die ich da an der Stelle gebe. Das ist ja auch völlig richtig. Meine, wenn du, das ist ja genau das, was ja auch gesagt wird. Dass man sagt, hier ist ein Rahmen, das darf nicht dazu dienen. Ihr könnt die Daten erfassen, aber das darf nicht zur Beurteilung oder zur persönlichen Information eines Mitarbeiters. Kann man es machen? Ich kriege ja auch immer aus Viva meine E-Mail, wöchentliche Zusammenfassung, wie viel hast du da gemacht oder hier, oder ich kann auf meinem iPhone sehen, wie lange habe ich was genutzt. Das sind ja auch Daten, die jetzt nur für mich persönlich da sind, aber wo ich sehe, mein Gott, was der alles so trackt und wo mitbekommt, ist schon interessant. Ich hoffe, dass das hier auf diesem Handy bleibt und nicht so anders hingeht. Ja. Aber das ist ja wirklich das, wo ich sage, das ist, wo auch alle anderen sagen, wir brauchen einen rechtlichen Rahmen, woran man sich orientieren kann, und in diesem Bereich kann man laufen, kann man sozusagen die Technologie nutzen und laufen lassen. Und die Schwierigkeit wird sicherlich sein, da das eine weltweit verfügbare Technologie ist, einen halbwegs weltweiten Kompromiss hinzubekommen, dass da läuft. Es bleibt schwierig. Auf der anderen Seite finde ich, ist es eine der spannendsten Zeiten, die man im IT-Bereich eigentlich je erlebt hat, weil hier eigentlich so die vielen Visionen, die man früher schon hatte und wo man sagt, oh, das wird irgendwann mal kommen und das wirst du machen können, und es ist Wahnsinn. Seitdem ich jetzt ChatGPT auf meinem iPhone mit drauf habe, ja, und ich irgendwo unterwegs bin, einfach einen Knopf drücke und mir kurz mal diese komplette Funktionalität dieses Sprachmodells auf mein Handy mit runterlade, habe, dann muss ich sagen, boah, wo sind wir da mittlerweile angekommen? Ja? Wahnsinn. Auf der anderen Seite sieht man natürlich auch, sind wir eigentlich in der Lage, damit umgehen zu können? Und da habe ich echt noch... Das macht echt Bauchschmerzen, ne? Wo das alles enden wird. Also die Bauchschmerzen, die teile ich, zumindest mal, wenn du dir so den klassischen Worst Case anfängst auszumalen, da kannst du dir schon schlimme Dinge überlegen. Das andere, ich fand diese Analogie sehr schön zu sagen, das ist so wie, als dann damals die ersten grafischen Benutzeroberflächen massentauglich wurden und damit plötzlich Personen, Leute mit PCs angefangen zu arbeiten, die vorher mit Computern nichts am Hut hatten, weil sie einfach keinen Bezug dazu hatten. Also die Einstiegshürde zu vielen Themen fällt damit rapide, ne? Und das wird einfach eine Veränderung bringen. Insofern hatten wir ja anfangs schon mal, ich bin bei dir, das ist für mich der Game Changer, den Virtual Reality zwar angepriesen, aber bis heute nicht erreicht hat. Also, dass sich wirklich Dinge verändern, einfach wegen dieser, ich habe keine Hürden, damit zu arbeiten, Thematik. Und insofern, ich bin gespannt. Also, ich glaube nicht, dass das Thema weggeht, und ich glaube auch nicht, dass es regulatorisch so eingebremst werden wird, dass es erstmal eine Pause macht. Bin ich nicht davon überzeugt. Da bin ich voll bei dir. Also eine Pause wird es da nicht geben. Das definitiv nicht. Und weil du gerade VR, ich bin ja auch mal so ein Skeptiker, obwohl
Apple ja jetzt ein ziemlich feines Stück Technik vorgestellt hat. Das muss man ja schon sagen, was die da gebracht haben. Auf der anderen Seite, so richtig den Use Case in Massenprodukt sehe ich da auch noch nicht. Ich hätte mich auch gefragt, als ich die Brille gesehen habe, was hätte Steve Jobs dazu gesagt, wenn ihm sein Entwickler mit dieser Brille kommt und er gesagt, was ist denn das da? Ja. Was hängt denn da raus? Was, ein Kabel? Ja, das brauchen wir wegen Strom. Weg. Nachsitzen. Das hätte der garantiert gesagt, finde ich. Ist eine interessante Lösung, aber auch das ist crazy. Mal eine ganz andere Frage nochmal. Wird denn, habe ich jetzt sicher, John Beck, Johann Beck? Nein, wie hieß er? Der volle Name ist Johannes Beck und er wird auch... Johannes Beck. Wird denn Johannes Beck demnächst in seinem nächsten Roman, wird er sich mit dem Thema Künstliche Intelligenz aussetzen und wirst du, um die Praxis damit zu bringen, diesen Roman auch mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz schreiben? Hast du sowas in Planung? Wie sagt der Amerikaner so schön, it depends. Beziehungsweise für den nächsten Roman ist es eigentlich schon zu beantworten. Der ist nämlich komplett fertig geschrieben. Ich habe ja jetzt dann auch seit Anfang des Jahres eine Agentin, mit der ich da zusammenarbeite, weil der nächste Roman tatsächlich, zumindest mal so das Ziel, klassisch über einen Verlag publiziert werden soll. Das erste war ja mal einfach ein Experiment, klassisch Self-Publishing. Das Hörbuch habe ich ja komplett selbst organisiert und verlegt. Und jetzt geht es Richtung, mit einem Verlag da mal zu arbeiten. Insofern, der Roman ist fertig geschrieben und wurde auch zu einer Zeit fertig geschrieben, als man noch nicht über ChatGPT gesprochen hat. Insofern ist das da kein Thema. Der dritte Roman, auch tatsächlich dann mit ihm in dieser Reihe, den bin ich gerade ein Stück weit am Schreiben. Und die Freundin im Roman des Joe Beck, Diana, das ist ja so die technikbegeisterte Nerd-Komponente, die da von ihr eingenommen wird, die geht da schon so ein bisschen eher in diese Richtung sehr aktuelle und moderne Technologien. Mal gucken, ist noch nicht fertig geschrieben. Na ja, gut, aber ich meine, wenn der jetzt noch, sagen wir mal, ein Jährchen braucht, bis der so fertig ist, im Jahr ist die Technologie weiter und da wirst du dann sagen, ich habe jetzt nicht nur den Roman geschrieben, ich habe auch noch ein Hörbuch und außerdem habe ich jetzt noch mit Künstlicher Intelligenz das Ganze verfilmt und baue dann quasi die Dialoge nach und habe künstliche Akteure da drin und mache dann ein komplettes Video. Dann wirst du, Niki Borel wird Spielberg 2.0. Ja, ich bin da in der Facebook-Gruppe, die sich zu dem Thema da austauscht und da kam tatsächlich auch genau diese Frage, also warum denn selber schreiben, ne? Kann ja die AI, ich sage ja einfach nur noch den Rahmen und ich habe damit auch dann wirklich mal rumexperimentiert und kam sehr schnell dahin. Also so, es gibt ein Zitat von Hitchcock, ist das angeblich. Hitchcock hat angeblich mal diesen Spruch gebracht, dass er gesagt hat, verheiratet ist der Mann erst dann, wenn er alles, was seine Frau nicht gesagt hat, versteht. Ne, also das ist eigentlich so gesehen, ja, der Satz ist falsch. Ne, da ist ja ein Fehler drin vom Verständnis her. Ergo, sowas wird eine KI wahrscheinlich eher nicht generieren, weil es eben falsch wäre. Aber das ist genau das, was ein Roman oder halt Belletristik ja interessant macht, ne? Dass da sowas drin ist, was man dann halt als Mensch interpretiert, wo man dann sagt, boah, das mal schön formuliert. Und da sehe ich Stand heute eine KI nicht dazu in der Lage. Das ist etwas, das wird bis auf Weiteres wahrscheinlich dem menschlichen Auto vorbehalten bleiben. Ich glaube, das ist auch letztlich, wie du vorhin schon gesagt hast, es wird nicht... KI wird nicht die Menschen ersetzen, sondern Menschen mit KI werden andere ersetzen. Das kann eine gute Hilfe sein. Genau. Ich merke es ja auch selbst, wenn ich irgendwelche Sachen formuliere, dass man das einfach nochmal durchlaufen lässt und ein paar Formulierungsschwächen daraus bringt. Und insbesondere, wenn ich Englisch was schreibe, was ich eigentlich immer wenig gemacht habe, weil ich einfach nicht so fit in der englischen Schriftsprache drin bin. Aber mittlerweile haben wir nochmal kurz mal durchgelaufen lassen, schon ein bisschen grammatikalisch aufgepeppt, Rechtschreibfehler rausgemacht. Dann liest sich der Text auch so, dass ich denke, das hört sich jetzt gar nicht mal so schlecht an. Klingt immer noch nach mir, aber es hört sich auch nach vernünftigem Englisch an. Kann man da sicherlich Unterstützung finden. Aber ich glaube, das, was in diesem ganzen Wahnsinn der KI-Entwicklung unablässig bleibt, ist, dass es Menschen gibt, die einfach nochmal dahinter schauen und die nicht alles für bare Münze nehmen und die wirklich sehen, macht das denn Sinn, das hier einzusetzen? Was verursache ich damit für Schaden? Wo kann es wirklich sinnvoll eingesetzt werden? Und das irgendwie auf den richtigen Weg bringen. Denn klar gibt es einfach Unmengen Müll, die man auch produzieren kann. Aber das will man ja eigentlich auch nicht. Ich hoffe, es bleibt gut. Aber Niki, erstmal vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ich hoffe, du bleibst da. Ich weiß, du bleibst dran an dem Thema mit den rechtlichen Fragen. Und da werden wir sicherlich
im Laufe des Jahres nochmal drauf zurückkommen, um zu sehen, wie es da weitergeht, weil das, glaube ich, einer der wichtigsten Themen auch mittlerweile ist. Und ansonsten wünsche ich dir viel Erfolg bei deinen Projekten und ich hoffe, wir sehen uns mal wieder persönlich irgendwann. Genau, das auf jeden Fall. Also vielen Dank für den Podcast. War auf jeden Fall eine sehr interessante Unterhaltung und mit Sicherheit bleiben wir dran. Dankeschön. Ja. Alles klar. Dankeschön. Das war der SharePoint-Podcast. Das auditive Update für die engagierten SharePoint-Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharepointpodcast.de. Auf Wiedersehen, ja.